Ich weiß nicht. Werde vermutlich mal ins Kino schauen, was da so geboten wird. Ich glaube, da läuft jetzt so ein neuer Gladiatorenfilm mit viel Action. Boah, Gladiatoren? Da habe ich jetzt wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Wie wär's denn mit ein bisschen Sport? Spielt heute nicht Jan Regensburg? Komm, lass uns doch ins Stadion gehen. Als ob Fußball und Gladiatorenkämpfe sowas Grundverschiedenes wären. Sind sie ja auch. Komm, wir gehen jetzt ins Stadion. Also ich kann nach wie vor keinen Unterschied erkennen. Die Römer sind doch genauso wie wir ins Stadion gegangen. Bloß nicht zum Fußball, sondern zu den Gladiatorenkämpfen. Ja, Gladiatoren. Die sagen mir schon was. Waren das nicht irgendwelche Sklaven, die sich mit Waffen stundenlang die Köpfe eingeschlagen haben, bis einer von ihnen tot umgefallen ist? Die spinnen, die Römer. Naja, ganz so schlimm war es sicherlich nicht, aber auf jeden Fall hatte ein Gladiatorenkampf sehr viel mehr Action zu bieten als heutzutage ein Fußballspiel. Gladiatoren waren Männer und ganz selten auch Frauen, die in einer Arena kämpften. Während es Theateraufführungen und Wagenrennen bereits bei den Griechen gab, sind Gladiatorenkämpfe eine römische Erfindung. Statt ins Fußballstadion ging der Römer in die Arena. Alle Gesellschaftsschichten waren dort vertreten, vom einfachen Volk über die Senatorenschaft bis hin zum Kaiser selbst. Während eines Events kämpften bis zu 60 Gladiatorenpaare gegeneinander. Meistens waren sie Sklaven oder verurteilte Verbrecher. Aber es verpflichteten sich auch abenteuerlustige Römer zum Gladiatorenkampf, die hofften, so zu Geld und Ruhm zu kommen. Überlebten die unfreien Gladiatoren ihre Dienstzeit von 3 Jahren, wurden sie freigelassen und konnten als Schiedsrichter oder Ausbilder in der Arena arbeiten. Wenn Politiker sich beim Volk beliebt machen wollten, dann stellten sie einen Gladiatorenkampf auf die Beine, um das Volk zu unterhalten. Das kann man sich so vorstellen, als würden in unserer Zeit Politiker im Wahlkampf Fußballspiele organisieren und die ganze Bevölkerung kostenlos dazu einladen. Die Stimmen der Wähler dürften sie sich wohl auch heute noch auf diese Weise sicher. Die Arenen waren sogar mit Special Effects ausgestattet. Der Sand konnte bunt eingefärbt werden, Parfümwolken das Publikum vernebeln oder das Kolosseum konnte zur Darstellung einer Seeschlacht, einer sogenannten Naumachie, sogar mit Wasser geflutet werden. Die Kontinentalarena mit Wasser zu fluten? Das wäre schon eine ziemlich geniale Idee. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob die damals alle mit den gleichen Waffen gekämpft haben. Also so in etwa wie heute Angreifer und Verteidiger im Fußball. Der Retiarier hob sich durch seine besondere Bewaffnung hervor. Neben der Standardausrüstung wie Dolch und Lendenschurz war dieser Gladiatorentyp für den Einsatz eines Wurfnetzes bekannt. Die Enden des Netzes waren dabei mit Gewichten beschwert, sodass es sich nicht nur zum Einfangen des Gegners, sondern auch zum Zuschlagen im Nahkampf eignete. Die Hauptwaffe des Retiariers war jedoch ein Dreizack, den er vor allem dann nutzte, wenn sein Netz verloren gegangen war und der Gladiator somit beidhändig zum Schlag ausholen konnte. Der auch Wassermann genannte Netzkämpfer zeichnete sich durch seine flinke Kampfweise aus, da er praktisch keine Rüstung am Körper trug. Das machte ihn allerdings auch sehr verwundbar. Etwas schwerer gerüstet war der Thraker. Das Erkennungszeichen dieses Gladiatorentypus war der eigenwillig geformte Helm. Der Kopfschutz besaß einen nach vorne geneigten Kamm, der oft wie ein Greifenkopf geformt war. Der Thraker war außerdem durch Beinschützer und einen kleinen Schild gerüstet, was ihn allerdings zu einem langsameren Kampfstil zwang. Im Angriff nutzte er ein gebogenes Schwert. Das Schwert des Murmillo hingegen kam ohne Krümmung aus.
Dafür besaß diese Art Gladiator einen deutlich größeren Schild als der Thraker. Der Helm des Mamillo war eine Besonderheit, denn er besaß nicht nur einen Kamm, ähnlich dem des Thrakers, sondern war auch noch direkt mit einem Visier verbunden, welches das gesamte Gesicht verdeckte. Er war dadurch zwar hervorragend gegen Kopftreffer geschützt, doch in seiner Rundumsicht stark eingeschränkt. Der mit 15 bis 18 Kilogramm schwer gerüstete Mamillo beschränkte sich im Kampf also eher darauf, zu reagieren, statt zu agieren. Ähnlich war es um den Sikutor bestellt. Dieser war beinahe genauso wie der Mamillo gerüstet. Der einzige Unterschied bestand in der Formung seines Helmes. Dieser besaß nämlich keinen Kamm, war beinahe komplett verschlossen und nur mit zwei kleinen Löchern für die Augen versehen. Durch die geschlossene Struktur wirkte der Helm also beinahe eiförmig. Besiegte ein Gladiator den anderen, musste er diesen nicht zwingend töten. Je nachdem, wie tapfer der Besiegte gekämpft hatte, konnte er auch begnadigt werden. Der Daumen an die Faust gepresst bedeutete Gnade. Ein Daumen nach oben zur Kehle gedreht bedeutete den Tod. Das Publikum gab sein Votum ab. Der Kaiser entschied. Nur etwa einer von sieben Kämpfen endete tödlich. Durch die vielen Gefahren in der Arena lag die durchschnittliche Lebenserwartung eines Gladiators aber lediglich bei 22,5 Jahren. Die Gladiatoren ernährten sich fleischarm, vor allem von Gerstenbrei und Bohnen. Schon in der Antike verspotteten die Autoren die Gladiatoren deshalb als Hordearii, was so viel bedeutet wie Gerstenfresser. Na, da bin ich aber froh, dass wir uns im Stadion jetzt gleich eine Bratwurst reinziehen können. Schau dich mal um, Danny. Hier findet heute gar kein Fußballspiel statt. Deswegen würde ich sagen, du gibst uns beiden jetzt erstmal eine Tüte Popcorn aus. Boah, Mann.